So, hallo, da bin ich mal wieder. Und wir haben noch eine Kleinigkeit für den neuen alten Rechner. Und zwar das Netzteil. Das habe ich jetzt nicht neu gekauft. Das habe ich von einem Kumpel bekommen, weil das andere ja abgeraucht ist, wie ich schon erwähnt habe in meinem ersten Video über den ursprünglichen PC. Habe ich jetzt von ihm ein Be Quiet Pure Power Netzteil bekommen mit 350 Watt. Das sollte eigentlich reichen, wenn der CPU eine TDP von 65 Watt hat und die Grafikkarte von 106 Watt. Da ist noch ein bisschen Reserve drin. Das passt eigentlich ganz gut, auch wenn immer überschüssig viel empfohlen ist, wenn man so sich die Grafikkarten anschaut, aber man braucht es eigentlich nicht. Wir haben alle nötigen Anschlüsse. Mainboard-Anschluss mit 20 Pin, also 24 Pin, wir brauchen dann nur 20 Pin. Wir haben SATA-Anschlüsse. Wir haben HDD, also IDE-Anschlüsse für Strom. Und wir haben den einen 6 bis 8 Pin, wir brauchen einen 6 Pin für die Grafikkarte. Das ist eine der wenigen RGB-Grafikkarte, die schon PCI Express Stromanschluss hatten. Ja, das Teil werden wir verwenden. Ich baue das Ganze jetzt mal zusammen und dann werden wir sehen, was da so rauskommt. Bis dann, tschüdelü.